Hallihallöchen, Jungs und Mädels, und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir haben uns hier gerade in der Ecke verschanzt, weil hier ständig irgendwelche Mordremoths rumrennen und uns ein paar Mal schon gekillt haben. Und deswegen habe ich mich hier ein bisschen in die Ecke verschanzt. Worum geht's eigentlich? In der letzten Folge haben wir die Aspektmeister gerettet vor den Mordremoths, eine. Ich glaube, die mit der Sonnenkraft hat es erwischt. Die wurde von diesem Mega-Mordremoth durch die Gegend geschmissen und aufgespießt. Und der zweite von denen ist verletzt. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe übermittelt bekommen, nach dem Meister des Friedens zu suchen, ihn zu finden oder gar zu retten. Und dazu müssen wir durch das Gebiet durch, dort hinten in diese Ecke, den Meister des Friedens finden. Ja, und der soll wohl das Ei von Glint mit sich führen. Halt, das ist die falsche Richtung. Wir müssen darüber. Und wie man sieht hier, diese riesigen, wie heißen die eigentlich? Rankenkrabbler. die haben hier diesen Gifteffekt. Das heißt, wenn man sich daran bewegt, dann stirbt man so langsam daran. Ja. So, und wir befinden uns hier in der Silberwüste. Und hier gibt es Events ohne Ende. Man sieht, es sind eigentlich immer... Ah, guck mal an. 4 von 4 Festung gehalten, 4 von 4 Verteidigung der dritten Stufe erreicht. Das heißt natürlich, dass die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen sind. Vielleicht sollten wir ja doch erstmal das vorziehen und können dann vielleicht sogar erstmal eine Legende aufnehmen. Also das heißt einem extrem starken, einem extrem starken Mordremoth. Mal gucken, wo jetzt gleich der auftaucht. Und vor allen Dingen, ob das mein PC mitmacht. man merkt schon mit den Effekten hier, die es hier so gibt in der Silberwüste, das ist schon für den PC eine Herausforderung. Zumindest für meinen. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt hier gleich so funktionieren wird. Mal schauen. Viel besser. So, der lebt wieder. So, und der Angriff der Mordrim hier bei diesem Gruppenevent endet in circa 3 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal versuchen, hier als mögliche... Auf uns Getümmel, bitte? Wo? Moment, wir folgen den Kollegen mal. Ah, wir müssen da rein, hä? Igittigit, was ist das denn? Ach, schau an! Das ist ja sehr interessant. Wir können jetzt Mordremoths Champions besiegen. Der eine wird wohl hier sein. So, wer weiß, wo auch immer der ist. Huch, die platzt gleich. Peng. Und weg ist er. Ich höre irgendwo Angriffe, aber ich weiß nicht, von woher sie kommen. So, wir beeilen uns lieber mal. Wo sind die denn? Ach, da in der Ecke. Ach, dort. Alles klar. Ach, hier ist der Terra-Greif. So heißt er. Boah, irgendwas macht hier derben Schaden. Alter Finne. Na, kommt schon, Leute. Holt mich hoch. Holt uns alle hoch. Huiuiuiui. Halt, den da. So, jetzt aber auf die Schnelle hier. Oh, Mist. Da ist er auch schon. Huiuiuiuiuiuiuiui. So, schnell mal die Kollegen wiederbeleben. Denn wir müssen natürlich hier möglichst viele Leute sein, damit wir auch das Vieh klein kriegen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ja, sie sind wieder in der unteren linken Ecke. Rechten Ecke, meine ich. Boah, was ist denn das? Irgendwas macht der. Der brüllt. Und das, betäubt uns ziemlich heftig. Ah, und wieder erwischt. Boah, was ist denn das? Ich verstehe nicht ganz, was hier passiert. So, super. Danke, Long. Danke, Leute. Ja, genau. What the fuck? Very wow.
So, ich sehe, der rennt immer im Kreis. Und es sind auf jeden Fall zwei. Ich sage, die machen heftigen Schaden. Heftigst. Aber noch geht das ganz gut mit den Grafikeffekten. Also ich habe noch meine schön flüssigen 40 bis 50 Frames. Ich nehme zwar in 30 nur auf, aber für 60 langt es definitiv nicht mehr. So, wir sollten dem mal helfen. Oh shit. Das sieht man gar nicht, wenn der angreift. So ein Mist. Aber der ist fast down. Gold ist fast down. Gold ist down, hä? Noch lebt er. Bekommen wir eine Belohnung oder was ist das? Eine Bonustruhe. So, wo liegt der denn? Ah, hier. Habe ich was aufgesammelt? Nein, es ist gescheitert. Das war ein anderes Event. Wir müssen zurück. Wow, da kommt er an Gras. Nein. Boah, was ist denn das? Was macht hier so einen mega Schaden, ey? Ich bin immer nur um Leute heilen, weil ich natürlich möchte, dass wir das auch auf jeden Fall schaffen. Aber so wirklich glücklich bin ich. Na, immerhin habe ich einen Rettungsassistenten. Wenigstens ist mir das sicher und nicht vergönnt. Okay, das war's. Wir sind wieder aufgepäppelt worden, warum auch immer. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für ein effektiver Spektakel hier. Das ist schon nicht von schlechten Eltern hier. Ich erkenne zwar kaum was, aber das passt. Na komm schon, er ist fast hinüber. Ja, endlich. So, Silber und Gold haben wir abgeschlossen. Und es liegt wieder dieser Gifteffekt auf uns, glaube ich. Wir müssten schnell hier raus, bevor wir vielleicht sogar hier drin ersticken. So, du meine Güte, das war also da drin. Die Champions von Mordremoth. Good job. Ja, das sehe ich auch so. Und wir bekommen als Belohnung eine Bonustruhe. Mit dem Rezeptbuch für finstere Waffen. Nice. Was auch immer das ist. Nehme ich gerne mit. So, und hier ist noch ein Champion. Ja, wir machen schon ganz guten Schaden hier. 6000 circa pro Hit. Ja, der hält nicht mehr lange. Ach, wir haben noch eine zweite Truhe bekommen. Eine zweite haben wir noch bekommen. Was haben wir hier? Eine Bonustruhe. Einen größeren Albtraumschlüssel. Cool. Was auch immer der macht, der öffnet größere Albtraumkapseln in der Silberwüste. Im Zentrum der verborgenen Tiefen können die gefunden werden. Alles klar. Wir bekommen 30 Banditenwaffen, 5 Saatgutbeutel und 3 Beutel mit seltener Ausrüstung. Na, immerhin. So hieß der nächste. Das nächste Event, was ansteht. Wir rennen einfach mal mit. Das müssen wir jetzt nutzen. Ich glaube auch, dass das organisiert ist gerade. Wir sind auf jeden Fall hier mehr als 10 Leute. Das sind definitiv mehr als 10 Leute. Und warum nicht das Ganze mitnehmen, ne? Das macht doch auf jeden Fall Sinn. Wir bekommen auch schöne Drops. Wahnsinn. So, die Ranken, die den Zugang zu den verborgenen Tiefen blockierten, haben sich kurzzeitig... Aha. Das ist ja interessant. Das heißt, wir folgen bei dem Kommandeur hier. Wer ist denn das eigentlich? Der Kommandeur heißt... Kommandeur Benedikt. Ja, ein schöner Name. So. Und hier irgendwo war jetzt auch das Zeichen, das Master des Friedens. Ich hab's gar nicht gesehen. Können wir hier rein oder was ist hier los?
die gehen da wirklich rein. Ach, interagieren können wir hier. Dieses Loch wurde vom Skript gegraben. Es sieht gerade groß genug aus, um sich durchzuzwängen. Wupp, und weg sind wir. So, wir sind im Schafteil wieder aufgetaucht. In der Gießerei des Sonderlings, aha. So, hieß das nächste Zeichen. Und wir betreten das Labyrinth. Und das sind die verborgenen Tiefen. Ach ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich ein Labyrinth ist. Also wirklich im Sinne des Namens. So, mal die Rüstung reparieren. Ach ja, wir können da rein. Okay, dann gehen wir mal zuerst rein und gucken uns mal um. Weil wir jetzt eh schon mit den Leuten hier unterwegs sind. Vielleicht finden wir auch so eine schicke Truhe oder sowas. Huch, was zur Hölle ist das? Was bin ich? Ah, hier ist eine Truhe, die man öffnen kann. Schön. Was macht denn das hier? Strahlen. Das strahlt kaltes Licht aus, okay. Was zur Hölle? Habe ich jetzt das Ding aufgemacht oder habe ich es nicht aufgemacht? Ich weiß es nicht. Ah, wir können anhand dieser... Okay, wir können hier diese kleineren Albtraumkapseln abfarmen. Ich weiß zwar nicht genau, was sie bringen, aber wir rennen mal einfach... Aha, ich verstehe. Ja, okay. Das war jetzt klar. Wir porten uns mal hier zurück. Zu den verborgenen Tiefen. Wir sind immer gerade mal in Ruhe schauen, ob ich den Schlüssel aufgebraucht habe. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nee, der ist hier. Öffnet größere Albtraumkapseln. Verstehe. Das heißt, ich habe nur kleine gefunden. Und das sind jetzt auch... Wo sind denn die eigentlich? Die kleineren... Das ist das Extraktionsgerät. Wir haben hier noch eine Ballistenblaupause. Wir können auch den ganzen Kram gerade mal hier, den wir nicht behalten, wiederverwerten. Ist auch nicht sehr viel, was wir hier haben. Die Kapuze, den Überwurf. Hm. Da, den Bogen noch, den kann man mitnehmen. Huch. So, jetzt steht hier, kombiniert 25 Zinsen mit einem Banditen-Dietrich, um einen größeren Albtraumschlüssel herzustellen. Ah, ja, ja, geht ja gerade weiter. Oh Gott, oh Gott. Also es wird immer schlimmer mit dem Item-Management hier in Guild Wars 2. So, wir gehen einfach am besten einfach mal zurück und... Halt, ist das hier? Das war doch hier draußen gewesen. Ja, genau, wir sind ja mitgelaufen. Sieht auf jeden Fall hier sehr... idyllisch aus. Auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Und da sind... Was sind das? Skrit, hä? Wer ist denn das? Solus, der Sonderling. Wie ich sehe, habt ihr meine Werkstatt gefunden. Kann ich etwas für euch tun? Der sieht aus wie ein Char, der zu sehr am Strom gespielt hat und sich dann einen Schock verpassen hat lassen oder so. Okay. Was haben wir denn hier? Einen mechanischen Verschlingeranzug. Ach du Scheiß, was denn das? Das ist ja fett. Moment, was können wir denn hier machen? Wir können einen Hieb verpassen. Wir können eine Belagerungsentladung vollführen. Das ist, was steht da? Ladet und feuert einen lodernden Energieball auf, der den Zielort auf den Zielort und fügt Belagerungsschaden zu. Okay. Graben, grabt euch ein und taucht am Zielort wieder auf. Und Sandsturm. Tarnt euch, indem ihr einen blendenden Sandsturm an eure Position erschafft. Ach ja. Das ist ja interessant. Cool. Die Idee gefällt mir. Wie lange hält der Spaß? 19 Minuten, also 20 rund geschätzt. Okay. Mal schauen, wie das so funktioniert an diesem Dürreverschlinger hier. Na, das geht doch ganz gut. Nice. Okay, und da ist sogar ein verlorenes Abzeichen. Wie schön. Das nehmen wir gleich mit. 14 von 14 gefunden. Und hier irgendwo ist doch direkt... Ach so, wir müssen da rein. Verstehe. So, betreten wir den Tunnel. Dann geht's da... Hä? Trefft euch mit Kate? Ja, wo denn?
sind doch eben da lang gegangen. Wo ist denn das? Ich sehe es nicht. Seht ihr es? Oder muss ich zuerst aus der Form hier raus? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall unter uns, sehe ich gerade, ne? Ist es vielleicht im Labyrinth? Und ich habe es nicht gesehen. So, also nochmal durchzwängen. Dann kommen wir da raus. Hä? Jetzt habe ich hier gerade irgendwie ein Problem, glaube ich. Wir müssen da runter, oder? Ach halt, hier runter, hä? Hier ist sonst nichts, ne? Nee, wir entfernen uns auch von dem Ort. So, nochmal in aller Ruhe. Ach, der portet uns auch nur da hoch. Mehr macht er gar nicht. Vielleicht müssen wir nochmal ins Labyrinth rein. Hm, gucken wir nochmal. Wo war denn das? Das Labyrinth ging, glaube ich, da lang, ne? Ja, da ist das Zeichen des Meisters. Hier ist die Wegmarke. So, und das heißt, da unten, genau, da ist auch das Reparaturding, der Amboss.